Ja, moin aus der Hängematte, beziehungsweise aus dem Hängesessel. Es gibt eine neue Lootbox, und zwar die Lootbox von Get Digital aus dem Mai 2020. Wir schauen uns jetzt an, was drin ist. Und wie immer gilt, schreibt eure Meinung gerne unten in die Kommentare rein. Wenn ihr selber eine Box bestellen wollt, gibt es in der Beschreibung einen wunderbaren Link. Und dann könnt ihr euch eure eigene Lootbox bestellen. Und ja, falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schreibt sie auch gerne in die Kommentare rein. Über den Daumen nach oben würde ich mich freuen. Und wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann drückt die Glocke da. So, jetzt packen wir es aus. Bis dann, euer Metalizer. Ja, wir machen das Unboxing mal heute hier auf diesem wunderbaren Tisch, der mal überarbeitet werden muss, der lackiert werden muss. Also das ist der, der draußen auf dem Balkon steht. Und ja, ich würde sagen, das ist die Box. Schauen wir mal, was drin ist. Zum einen haben wir hier ein wunderbares, fantastisches T-Shirt. Oh, da ist Baby Yoda, da ist Groot, hier ist der Mandalorian und, wie heißt denn der auch mal? Guck mal auf den Namen nicht. Auf jeden Fall sehr cooles Shirt. Zeige euch dann mal, wie es aussieht, wenn ich es angezogen habe, aber das war auf jeden Fall schon mal mit drin. Fantastisch. Etwas von Batman. Und zwar ist das. Also, es ist ein Sammlermodell. Vom Batmobil. Aus dem Film. Sieht auf jeden Fall ziemlich nice aus, um ehrlich zu sein. Gefällt mir. Ich finde die Details auf jeden Fall. Gucken wir mal, was das genau ist. Dann haben wir hier etwas von Fallout. Und zwar eine Vinylfigur von Fallout. Schauen wir mal, was da drin ist. Dann haben wir eine Wanduhr. Und zwar Asteroids Wanduhr. Ich vermute mal aus dem Spiel Asteroids. Sehr cool auf jeden Fall. Lautloses Uhrwerk auf jeden Fall dabei. 24 cm Durchmesser packen wir auch gleich mal aus. So, dann haben wir hier ein 3D Paper Puzzle von einem Dinosaurier. Und zwar ist es ein Stegosaurus. Da ist noch ein bisschen Süßigkeit mit dabei. Schauen wir mal, was drin ist. So. Wir haben Welcome Time Travelers. You are cordially invited to a reception for Time Travelers, hosted by Professor Stephen Hawking. To be held at the University of Cambridge und so weiter und so fort. Location ist eingezeichnet. Time, also die Uhrzeit 12 Uhr am 28.06.2009. Das ist eine Periodentabelle, die ein bisschen auf nerdig gemacht ist. Ja, kann man als Postkarte, also wenn man Freunde hat, die in dem Bereich arbeiten oder irgendwie auf ein bisschen Chemie stehen, kann man es ihnen mal schicken als Postkarte. Und wir haben noch einen Aufkleber, und zwar die zwei Fragezeichen und die Ausgangssperre. Genau, und zwei Bonbon hier nochmal. Und nochmal ein Aufkleber, also das ist ein Aufkleber, schon einen kleinen Button mit einem Powerknopf. So, was haben wir hier noch? Legendäre Lootbox für Nerds. Und zwar ist der Inhalt da Harry Potter. Also wenn ihr Harry Potter Fans seid, kriegt ihr eine Box im Wert von über 130 Euro und kostet dann 79,95. Genau, legendäre Lootbox Harry Potter. Wenn ihr euch solche Boxen bestellt, da ist immer coole Sachen mit dabei. So, wir packen jetzt nochmal die Fallout-Figur hier aus, die Vinyl-Figur. Oh, und wir haben einen Raider mit drin. Das sieht mir sehr nach einem Raider aus. Macht sich auf jeden Fall gut auf dem Regal. Oh ja, okay, die sieht schon wirklich, wirklich cool aus. So, wir ziehen mal das hier dann ab. So sieht
sieht die aus? Und ja, wir müssen natürlich noch Batterien reinpacken. Die sind jetzt nicht dabei, aber das werde ich nochmal machen. Ist auf jeden Fall schön. Eine schöne, schöne Uhr, wie ich finde. Ist Holz. Fühlt sich also gut an. Ja, damit hätten wir es schon. So, wir schauen, was war drin. 1 von 5 Batmobilen mit Panorama. Genau, da gab es halt auch noch unter anderem das aus dem, also aus verschiedenen Batman-Filmen von 1989, 92, 60 Jahre und so weiter und so fort. Die Fallout Mystery-Figur, wie gesagt, die packen wir gleich mal aus, kostet 8,95. Das Batmobil 19,95. Das Baby Yoda versus Baby Groot Shirt für 18,95. Dann haben wir das Dinosaurier-Puzzle 4,95, der Button 1,45, die Einladung zum, von Stephen Hawking. Also Stephen Hawking war bis zu seinem Tod eine echte Größe in der Forschung und am 28.06.2009 hat er ein ganz besonderes Experiment gestartet. Er veranstaltete eine pompöse Feier, aber erzählte niemandem davon. Die Einladung hat er erst nach der Veranstaltung verteilt. Seine Hoffnung war es, dass die Einladung die Zeit so lange überdauern, bis Zeitreisen erfunden sein würden und dann ein Zeitenreisender bei der Feier auftaucht. Hat bisher wohl noch nicht funktioniert. Also die haben wir hier mit drin, die Einladung. Und ja, falls Zeitreise erfinden werden, können wir da auf jeden Fall hinreisen. Periodensystem, Postkarte für 95 Cent. Die Bonbons sind aus den Niederlanden, ist Menthol und Lakritz. Und die Ausgangssperre, der Aufkleber für 95 Cent. Im Upgrade war eine DC-Armbanduhr bzw. eine Superman Retro-Armbanduhr drin für 24,95. Habe ich diesen Monat nicht geholt. Finde ich jetzt aber auch nicht schlimm. In der nächsten Lootbox ist das Upgrade dann Predator. Ja, hier noch ein bisschen Nerdpedia. Achso, genau, mit den Asteroids Spieler gemacht. Wo ist denn? Wieso ist denn? Habe ich die Uhr übersehen? War die dann? Moment. Diese Uhr müssen wir nochmal prüfen. Ja, irgendwie tauchte die Asteroids-Uhr bei mir nicht auf. Keine Ahnung. Genau, das war die Lootbox aus dem Mai 2020 von Get Digital. Wenn es dir gefallen hat, lass gerne, wie gesagt, den Daumen nach oben da. Bei Fragen schreibt es gerne unten in die Kommentare rein. Und wir sehen uns bei der nächsten Lootbox bzw. bei den nächsten Videos hier auf dem Kanal von Metalizer. Vielen Dank fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Metalizer.